Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge von Dicens 4 Program, wo ich unsere Produktion ein bisschen umgebaut habe. Ein ganz kleines bisschen, aber nur. Wir sehen hier, dass ich die Produktion von den mikrokristallinen Komponenten erhöht habe, weil wir immer mehr Prozessoren benötigen, auch für die Forschung und so weiter. Und da sehen wir, uns fehlt das Silikon, welches hier eigentlich angeliefert wird und auch beim Turm nicht mehr ankommt. Das heißt, wir müssen uns mal darum kümmern, dass wir insgesamt mehr Silikon bekommen. Ich würde gerne Folgendes ankündigen. Ich werde zwischen den Folgen, je nachdem, ne, wie ich dann wieder Zeit und Raum und Lust habe, zwischen den Folgen werde ich unser Einkaufslädchen ein bisschen umbauen. Aber wir sehen, hier wird fleißig grüne Forschung produziert. Da gehen die Chips rein und das sind zu wenige. Hier gehen die Chips rein, das sind zu wenige. Und das Ganze geht nicht mehr, weil die nicht ankommen. So, jetzt könnten wir schauen, wo kommen die her? Wissen wir natürlich schon, die kommen hier von Aschere 4. Und da sehen wir, da ist nicht mehr allzu viel. Das heißt, wir sollten mal bei den Planeten gucken, wo wir schon was haben. Wir haben die auf Alia 1, haben wir die Motorenfabrik. Dort gibt es 2 Millionen Silikonen. Und auf Alia 3 haben wir die Graphenfabrik. Da gibt es 6 Millionen. Das wäre doch dann schon mal so ein Ansatz, wo man dann mal hinfliegen könnte. Vor allen Dingen, weil wir dann auch nochmal gucken können, wegen unserer Energieversorgung. Speaking of, wir bauen natürlich auch tonnenweise mehr Motoren. Und wie Sie sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, da stimmt schon wieder was nicht. Und ich glaube, es ist genau das eingetreten, was ich befürchtet habe. Nämlich, dass wir eine Verstopfung haben mit leeren Akkus. Deswegen machen wir Folgendes. Wir machen hier diesen Turm einfach mal nur zum Storage-Turm und lassen gerne noch ein paar weitere Akkus herstellen. Und wenn das stimmt, was ich sage, könnte man das Problem ja dadurch lösen, dass wir hier einfach die in unserem Ladezentrum hier. Hier seht ihr übrigens den Effekt des Ausbaus der Eisenversorgung. Sieht schon mal besser aus. Indem wir hier in unserem Ladezentrum. Aha. Also wir könnten den Fehler beheben, indem wir in unserem Ladezentrum einfach mehr leere Akkus anfordern lassen. Ich habe ja euch eine innovative, revolutionäre Idee versprochen, wie wir das Problem lösen. Wahrscheinlich sieht es einfach so aus, dass wir einfach keine neuen Akkus ins System bringen, es sei denn, wir brauchen welche. Also einfach darauf verzichten, die automatisch immer mehr Akkus ins System zu bringen. Von der Logik her, wie gesagt, das mache ich mal in Ruhe, aber wir haben jetzt erstmal andere Probleme, nämlich unter anderem das Silikon. Und ich vermute, dass auf der Motorenfabrik einfach mal die Stromversorgung zusammengebrochen ist, weil die Akkus nicht mehr geh- und entladen werden. Also, Grund genug, wir müssen nach Alia fliegen. Wir nehmen mal, das haben wir alles. Wir könnten eigentlich auch nochmal Sulfuric Acid dann anlegen, wo wir schon mal da sind. Hier von den Dingen haben wir genug, von den Dingen haben wir genug. Auch dazu komme ich nochmal, da will ich nochmal einen coolen Trick mit euch versuchen. Orbital Kollektoren haben wir nicht. Hier haben wir noch welche von, kann man nie genug von haben. Ladestationen haben wir dabei. Sollte eigentlich passen. Wir fliegen also mal nach Alia. Müssen wir nur erstmal wieder finden. Nehmen wir, bis wir das Alia gefunden haben, nehmen wir das hier so lange. Dass wir dem Planeten wieder entkommen. Okay. Und dann sollten wir als erstes kurz bei der Motorenfabrik gucken. Denn da teste ich auch gerade was. Also es ist ja nicht so, als wenn ich nicht offscreen auch ein bisschen hier rumbastel, damit ihr das beste Dicens 4 Let's Play natürlich bekommt. Für die besten Zuschauer der Welt natürlich auch nur das Beste. So soll es ja auch sein. So, vielleicht schaffen wir es. Wo wollte ich jetzt hin? Erstmal nach Alia 1. Vielleicht schaffen wir es auch, den Planeten hier rauszufisseln. Da ist er. Werde ich vielleicht aber nicht schaffen. Wir schauen mal. Doch. Sehr gut. Ja. Unsere Motorenfabrik. Und langfristig würde ich gerne zu einem anderen System kommen. Und das habe ich hier schon mal so ein bisschen ausgetestet. Natürlich wird auch für das jetzt Energie verbraucht. Ist natürlich doof.
erkläre ich später, was ich davor habe. Ist auch noch nicht so ganz ausgereift. Aber ich glaube, wenn das funktioniert, was ich davor habe, das wird super. Ja, und da sehen wir es. Energieprobleme. Hier habe ich auch schon ein bisschen was vorbereitet. Den reißen wir erstmal ab, weil er nur Strom verbraucht im Moment. Und ich das wahrscheinlich so gar nicht machen werde. Und hier sehen wir genau das Problem, was ich meinte. Die leeren Akkus verstopfen. Also, kurz erklärt, ne? Das ist ja genau das, was ich vorausgesehen habe, dass wir als Problem bekommen werden. Die leeren Akkus, die entweder aufgeladen werden sollen oder wieder abtransportieren sollen, verstopfen das Band. Und dadurch können die nicht mehr entladen werden, weil hier das Auslaufband ist voll. Und die Lösung könnte jetzt zum Beispiel daraus bestehen, darin bestehen, dass wir einfach sagen, wir wollen mehr Akkus im gesamten System verwenden und erlauben meinetwegen, ja, wie machen wir das am geschicktesten? Sollen wir hier die Anzahl der leeren Akkus, und die sollen eigentlich relativ schnell wegtransportiert werden, ne? Aber sagen wir mal, wir können das jetzt erstmal kurzfristig beheben, indem wir sagen, wir erlauben, dass 2000 volle Akkus immer hier sind. Das ist, glaube ich, viel zu viel. Und dadurch sollte gleich das Folgende passieren, dass hier, weil die jetzt auf dem Planeten ja geladen werden, naja, wir sollten die jetzt ankommen lassen und dann sollten wir die wieder zurückstellen. Wir stellen Remote Supply, Local Supply. Naja, mal schauen. Jedenfalls, gerade so wichtige Türme hier sollten wir immer voll machen mit den Schiffchen. So, jetzt kommen die angeflogen und auf dem Planeten passiert jetzt Folgendes. Auf dem Planeten werden dann gleich wieder geladen. Ne, werden sie nicht. Warum nicht? Weil noch nicht genug. Jetzt werden wieder welche geladen. Und zwar kontinuierlich werden die geladen. Und ihr seht auch, wir müssen demnächst an das große Energieproblem ran. Das müssen wir auch noch lösen. Und dadurch, dass die jetzt wieder geladen werden, entsteht auf dem Planeten unten wieder Platz für leere Akkus. Da werden welche abgeholt, seht ihr? Und schon läuft das wieder. Wir hatten also wirklich das Problem der Akkuverstopfung, welches ich befürchtet habe. Ich würde sagen, wir lassen es jetzt erstmal so laufen. Und gucken mal, wie sich das einnivelliert. Damit hätten wir die Energieversorgung hier behoben. Und hier ist die Power jetzt wieder genau bei 100%. Was zu viel haben, wird geladen. Was wir zu wenig haben, vielleicht, weil der eine oder andere das nicht glaubt, können wir nochmal drauf gehen. Wir sehen hier also konstant 45. Und hier sehen wir, wird genau mit dem geladen, was wir zu viel haben. So, damit haben wir das gelöst. Jetzt gucken wir mal. Wir wollen jetzt zu Alia 3. Und dort wollen wir mal schauen. Da kommen die Akkus an. Und jetzt können wir die auch wieder runterstellen. Wir werden ja auf Alia 3 auch welche brauchen. Mal schauen. Zwei. Das sollen wir auch mal besuchen. Das sieht irgendwie interessant aus, ne? Aber wir suchen Alia 3. Alia 3. Alia 3. Alia. Alia Makapekea. Wo ist er denn? Da ist eine Schere. Zwei. Da würde mich auch mal wundern, wie die Entwickler sich gedacht haben, dass man das besser machen können sollte. Alia 1. 2. Da. Genau. Und hier würde ich gerne nach dem von mir gedachten neuen System, zumindest schon mal mit der Titanium-Anlieferung anfangen. Wir haben ja unsere Graphen-Fabrik. Die ist übrigens auch ein kleiner Witz eigentlich gegenüber dem, was wir wirklich brauchen. Und hier hätten wir wahrscheinlich das gleiche Problem. Ich habe schon total vergessen, dass wir hier auch die Akkus anfordern und wegholen. Deswegen würde ich sagen, wir stellen die auch mal auf 1000 und hier stellen wir auf 1000.
Tja, und Leere werden hier kaum... Ist das denn richtig eingestellt? Discharge. Charge, genau. Und Local Planet. Müssen wir auch mal gucken hier. Consumption. Also im Moment reicht die Energie auf jeden Fall für das, was wir hier gebaut haben. Ja, und auf diesem Planeten würde ich jetzt gerne noch zu diesem Turm hier hinzufügen die Anlieferung von... Boah, ist krass, wie viel Graphen wir hier übrig haben. Die Anlieferung von Silikonplatten. Dazu suchen wir uns mal eine schicke Vene oder zwei, oder wo mehrere nebeneinander sind. Die können ja ruhig auf dem gesamten Planeten irgendwo unterwegs sein. 8 Millionen hatte ich mir hier notiert, aber es sind nur 6 Millionen. Aha, stimmt meine Datenbank nicht? Doch, 6 Millionen passt. So, hier ist eine 1,4. 1,6. 1,4, okay. Ich würde gerne ein neues System etablieren, das wie folgt aussieht. Wir haben jetzt grundsätzlich... Das ist natürlich sehr energieverschwendend, aber ich glaube, dass wir bei vielen Systemen, die wir in Zukunft so nutzen werden, so oder so ähnlich dann bauen werden. So, wir haben hier also eine Mine. Und ich glaube, wir haben hier nichts... Ja gut, wir könnten das Feuereis auch noch abbauen. Genau, dann machen wir hier eine planetare Logistikstation hin. Vielleicht auch richtig auf den Äquator hier. Und dann setzen wir da... von den Minen das Silikon, welches wir supplyen. Und das Ganze mit, sagen wir mal, 20 dieser Drohnen... So. Schließt die auch ruhig getrennt an. Wenn einer ausfällt, dann haben wir da vielleicht dann auch nicht das Bottleneck-Problem so extrem. Und so ein bisschen habe ich das ja auch mit dem Eisen so gemacht. So, das ist Punkt 1. Also wir bauen hier so eine... Ah, guck mal, habe ich wieder was vergessen mitzunehmen. Aber dafür habe ich auch eine Lösung mir schon überlegt. Dass sowas nie wieder passiert. Nie wieder. So, was haben wir denn hier noch für eine Versorgung mit... Ja, Feuer ist es die Energiequelle, ne? Die Energiequelle der Wahl. Das heißt, wir müssen jetzt mal eben kurz gucken. Da hinten ist der Strom. Dann müssen wir mal mit den großen Masten hier lang gehen. What gives? Ich weiß gar nicht, ob die auch Strom verbrauchen. Die großen Satelliten-Dinger verbrauchen ja Strom. So, jetzt haben wir quasi die Minen hier, die laufen und füllen diesen Turm auf. Und jetzt wird hier auch nicht mehr so viel geladen, nehme ich an, weil gerade der Turm aufgeladen wird. So viel zu dieser fantastischen Theorie. Okay, einen Turm reicht mir nicht. Das heißt... Okay, aber ich zeige euch jetzt das Prinzip. Wir werden dann anschließend jetzt Folgendes machen. Wir haben... Ja, machen wir ruhig da, wo Platz ist, oder? Gehen wir mal ruhig... Suchen wir uns mal hier ein schönes Segment aus. Eisenmine. Ah, wir können das hier nehmen, was hier oben ist. Dann führen wir es direkt in den Turm. Dann brauchen wir einen Logistikturm weniger vielleicht. So, ich würde das dann gerne einmal hier markieren, dass wir so ein bisschen auch eine Übersicht haben. Dann gucken wir mal, wie wir da auskommen. So, und dann stellen wir hier einen weiteren Turm auf. Ruhig mal mit. Kriegt man hier irgendwie das mittig hin. Und das wird dann unsere Vorlage. So würde ich das in Zukunft dann gerne
häufiger machen. Jetzt habe ich die natürlich genau außerhalb der Felder gestellt. Das war natürlich auch sehr, sehr, sehr schlau von mir. Machen wir das mal so. So, der Turm fordert das an. Der kriegt natürlich auch hier die ein paar Schiffchen. Die brauchen alle gar nicht so viel, glaube ich. Denn ich habe auch die Logistik, das, was die Schiffe transportieren können, habe ich erhöht. So, und dann holen wir uns mal eben kurz hier Strom. So, und dieser macht Folgendes. Ach, jetzt habe ich nicht viele von den leeren Bändern dabei. Ich dachte, die hätten mir die Taschen voll gemacht. Aber im Prinzip macht dieser Turm Folgendes. Der nimmt jetzt, nehmen wir mal an, hier einfach mal das äußerste Band. So. Da kommt jetzt das Erz raus. Und jetzt ist es egal, wo das Erz herkommt. Das hier ist meine Plattenfertigung. Punkt. As simple as that. So, der Kollege kommt hier rein. Warte mal, den machen wir noch ein bisschen zurück, weil ich glaube... Nee, müssen wir gar nicht. So, und bei den Rezepten ist es so, hier kommen zwei Silikon auf eine Platte. Das heißt, diese Fabrik kann maximal 15 von diesen Dingern befüllen. Und das wäre dann also quasi 2, 3. Das täuscht, ne? Wie weit die auseinanderstehen. So, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So. Und das Ganze wieder zurück in den Turm. Wobei ich gerade überlege, ob es nicht sinnvoll ist, dass wir hier... Oh nein. Ich glaube, wir sollten hier einen großen Logistikturm nehmen. Ja, ich glaube schon. Okay, und dann wissen wir, hier sind es immer 15. Dann machen wir das andersrum jetzt. Wir müssen jetzt den Turm irgendwie leer kriegen. Das heißt, wir müssen einmal den Turm leer produzieren. Dann gehen wir mal einmal hier raus. Und dann hier wunderbar... Oh, wir haben kein Graphen mehr. Das ist aber ärgerlich. Was machen wir denn? Zu Hilfe, zu Hilfe. So, hier. Doch, jetzt fehlen die Energiedinger, okay. Dann würde ich das jetzt erstmal als Notlösung, weil ich mich hier verbaut habe. Wobei, wir können noch eine andere Notlösung machen. Wir sind jetzt ganz dekadent. Wir setzen einfach hier noch einen Turm hin. Der ist temporär. Der nimmt dann hier das Zeug an. Fertige Platten. Supply. Und soll möglichst wenig Platten drin haben, damit wir die gleich wieder abbauen können. So. Und dann können wir den ganzen Kram auch schon anwerfen. So, das hat jetzt folgenden charmanten Vorteil. Das ist mehrfach erweiterbar. Wir können also auf diese noch mehrere Reihen hinbauen. Und wir können jede beliebige Welt hierhin importieren lassen. Hier schmelzen lassen und wieder exportieren lassen. Ja? Das ist so der Plan. Würde ich dann, wie gesagt, an den Turm anschließen, weil hier sind noch Slots zum... so für so der tollen Theorie. Hier muss sowieso ein großer Turm hin. Dann können wir es auch gleich direkt richtig bauen. So. Ein großer Turm. Jetzt würde ich das gerne
mehr oder weniger bündig haben wollen. Dann machen wir das mal so. Und dann sagen wir hier, Platten, Remote, Supply, Local Storage, reichlich bitte, Schiffe rein. So, jetzt wird aber weniger geladen, oder? Durch den großen Turm. Ja, seht ihr? Hier wird also wirklich nur die überschüssige Energie geladen. So, dann können wir hier jetzt einfach reingehen. So, und jetzt kommt das Geilste an dem ganzen Spiel. Einmal hier das Ganze mit Strömen versorgen. Und weil das so schön ist, hat keiner gemerkt, dass ich gesagt habe, mit Strom versorgen. Das ist so eine freudsche Fehlleistung. Du siehst die ganze Zeit das Stromsymbol und denkst dir, aha. Das ist übrigens, wofür man eigentlich den Copy-Inserter-Mod benutzt, aber den möchte ich nicht benutzen, weil ich möchte meinen Spielstand nicht gefährden. So, sollen wir die großen nehmen? Wenn die... Wenn die alles schön abdecken würden, dann würde ich das sogar machen, dass wir 4 von den großen nehmen oder so. Und was ist bei den kleineren? Da müssten wir immer welche dazwischen stellen, ne? Warte mal. Lücke. So. 1, 2, wie viel sind das immer? 4, ne? 4. So, und somit haben wir jetzt mal auf die Schnelle eine skalierbare Lösung geschaffen, wie wir möglicherweise unser Problem hier mit den Silicon Sheets beheben. Was man jetzt nicht sieht, ist, ob da wirklich... Oder habe ich einen Denkfehler? Ich meine wegen der Bandbefüllung, ne? Da müsste ja gleich am Ende hier hinten müsste dann anfangen, leicht lückig zu werden. Aber im Moment sieht es nicht danach aus. Ach, die Zeit ist 2 Sekunden. Wir hätten dann doch wahrscheinlich 30 nehmen können statt 15. Na gut, aber so ist es kompakt, so ist es schön, so ist es übersichtlich. Das hier werde ich jetzt auf diesem Planeten noch vollenden. Das heißt, ja, vielleicht werden wir noch Zeuge, wie die ersten abgeliefert werden, weil es relativ zügig geht. Ich werde die weiteren Venen hier noch anschließen. Die werden dann halt automatisch hier zu dem Turm hingebracht, wobei wir den jetzt dann doch in der Tat... Den können wir jetzt doch so lassen, ne? Nee. Können wir nicht. Wenn wir aus dem Weltraum Sachen holen wollen, dann müssen wir auch hier einen großen Turm hinstellen. Oder wir setzen den erst, wenn dieser Planet leer ist. Was ist denn der Unterschied bei Idle? Warum zögere ich denn da so? 60 Idle Consumption, 60 Kilowatt. Leute, was ist denn hier? Garderol, was ist denn da los mit dir? Gut, ich werde das umbauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann habe ich das hier fertig. Und dann fliegen wir zurück zum Planeten und schauen uns den nächsten Engpass an. Und wie wir den lösen. Und ob das mit dem mit der Powerproduktion so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Auf jeden Fall sehen wir hier, die Minen scheinen deutlich mehr zur Verfügung zu stellen. Ich zeige nochmal kurz... Was ich geskillt habe, also soweit, so gut. Hier nichts, sondern bei den Upgrades, die einmal das Mecha-Core-Upgrade, dass wir mehr Energie haben. Dann hier die Drohnen, diese beiden 40 plus 50 plus 40 plus 50 sind noch schneller. Und die Stacking-Capacity, das heißt, die Drohnen transportieren jetzt auch deutlich mehr. Wenn wir drauf gucken,
Die nehmen jetzt pro Ladung 70 mit und die Schiffe nehmen 600 statt 400 mit, als ihr zum letzten Mal geschaut habt. So, ich baue das mal weiter aus und wir sehen uns wieder, wenn ich damit fertig bin. Und dann geht's weiter hier im Dyson Sphere Program. Schon wieder so lange geworden, die Folge. Meine Güte. Macht's gut. Tschüss.